Wollen wir mal anklingeln? Professor Dr. Ingenieur BM Weber. Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu Webers Sportstudio. Also hier haben wir die zweite Runde beim Fechten. Guten Morgen. Ja, Mahlzeit. Hör mal. Jetzt wird lustig. Sind wir wieder bei unserem Kumpel Philipp Weber zu Besuch. Und er meinte schon, ja, überleg dir das gut, ob du bei mir in den Hof fahren willst. Ist ein bisschen rutschig und glatt. Vielleicht machen wir auch ein ESP einfach wieder an. Alter Vater, ich sag mal. Ja gut, also im Video sieht man das jetzt mit Sicherheit nicht, aber es ist schon relativ steil hier. Und wenn du dann Bremsversagen hast, dann stehst du da am Rettungswagen, kannst du dann parken. Wollen wir mal anklingeln? Der auch hört, dass wir da sind. Sound ist nicht schlecht beim Panamera, ja, finde ich. Oder? Doch, das kann man so lassen, das ist vollkommen. So, wollen wir mal reinspringen. Philipp Weber, ihr könnt euch daran erinnern, wir waren ja da, der hat ja so wunderschöne M2-Umbauten, die er da macht. Und das weiße Auto, was wir quasi gezeigt haben, im Detail und so weiter, ist vom Käfigbauer zurück und da ziehen wir uns jetzt rein. Schönes Winterfahrzeug hier vom Herrn Weber. Schöne Farbkombination. Das ist so Porno 89. Leder. Warst du damit ganz vorne? Ne? Aber Porno natürlich Leder. M3 CSL-Nase und das sind alles so Sachen, muss er natürlich haben, ist ja klar. Ne? Das ist wirklich Porno, ja. Ich weiß auch nicht, das ist glücklicherweise eine Folie. Aber ich sag mal, das ist so scheiße, halt schon wieder geiles. Und er zieht das natürlich auch knallhart durch, ne? Klar. Ja. Steuerverhandlung! Endlich! Was labert er? Weiß ich nicht, lass ihn erzählen. Der sitzt da in seinem Kabuff und erzählt Driss. Ach, guck mal hier, weißes Rad. Oh, Motorsport. Oh, hey, oh. Motorsport. Oh, da liegen Berliner. Schönen guten Tag, Herr Weber. Mahlzeit. Mahlzeit. Oh, Bruder. Ich habe lange Ärmel an, Junge, wird Winter in der Eifel. Ich merke das schon. Aber ist egal, du hast Berliner. Einen guten. Ja. Mm-hmm. Oh, Koksbällchen. Oh, Koksbällchen mit Marmeladenfüllung. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich wäre unhöflich. Er hat das groß angepriesen, dass er Berliner für uns hat. Ja. Ne? Hier, ne? Ach, lass mich. Professor Dr. Ingenieur BM Weber. Mhm, wahrscheinlich. Ah, also ein Berliner ist schon geil. Also kann ich dir nur wärmstens empfehlen, da ist noch einer für dich. Mhm. Ich empfehle den Leuten das mal wärmstens, da kommen die alle vorbei und wollen Berliner. Ja, genau, kommen alle vorbei, hier gibt es umsonst Berliner. Ja, komm, erst mal Berliner. Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu Webers Sportstudio. Heute live mit dem Hatzenbacher Hammerwerfermeister 2020. Philipp Weber, schönen guten Tag, Weber. Herzlich willkommen am Nürburgring in meiner 90 Quadratmeter Sportarena. Ich habe vergessen aufzunehmen. Schade, aber das passiert öfter. Spaß. Das ist geil. Also hier haben wir die zweite Runde beim Fechten. Da! Ach, erwischt! Ach, Mann, scheiße, ist das noch fertig. Sieg Godi! Ja! Besser ist das! Geile Dinger! Ja! Das sind natürlich keine Mikros, aber wäre lustig eigentlich, ne? Ja, aber ich muss mal sagen, wenn hier auch nur Ruschring und so, die fahren immer im Kreis, ist doch nicht ein bisschen wild. Das ist so ein bisschen, ne? Ja, Autofahren. Ja, das ist ja wahnsinnig schwach. Kriegst du eine Rentitin. Check, check. Tja, so, genug davon. Also, der Weberchen hat nämlich, hier so eine, wie heißen die Dinger? Pinata. Ja. Und das sind die Schläger dafür. Müssten wir eigentlich das Ding mit den Dingern hier zerschlagen, aber heute nicht. Heute tun wir 7-Up. Ja, also, wie schon angedroht, BMW M2, sozusagen nächster Schritt. Käfig ist drin, Auto ist gerade wieder da.
Und jetzt erzählt der Philipp uns mal, was so passiert ist. Was? Ich hab dein Auto vom Käfigbauer wieder. Ein wichtiges Bauteil. Das ist ein Nupsi. Das ist ein Nupsi, falls ihr euch mal gefragt habt, wie ein Nupsi aussieht. Falls mal einer sagt, hier, gib mir mal den Nupsi. Nein, das ist ja Nupsi. Genau. Mit dem Nupsi mache ich Stupsi beim Pupsi. Das ist ja wirklich, hör auf. So, war. Ciao. Also Käfig ist drin. Genau, das Käfig sehen wir. Ist jetzt drin. Der nächste Schritt noch nicht ist jetzt lackiert. Genau, der nächste Schritt ist jetzt Lackierer. Dafür bin ich aber gerade da dran, soweit alles anzupassen, soweit alles rauszuschneiden, was man dann mal braucht. Ne? Und mir so die ganzen Halter für irgendwelche Sensoren, die hinterher nicht mehr reinkommen, und für die Rücksitzbankverriegelung und den ganzen Krempel. Alles rausschneiden, ist nämlich alles unnötiges Gewicht, und weil wir das Auto eh einmal komplett lackieren müssen. Kannst du doch rausschneiden. Richtig. Und die arme Sau, die den Innenraum und den Käfig jetzt abschleifen muss. Das ist auf jeden Fall eine sehr dankbare Arbeit, ja. Das ist eine Arbeit für einen, der Vater und Mutter erschlagen hat. Oder für einen Azubi. Nee, aber das ist schon fiese Arbeit, glaube ich, oder? Ja, du darfst halt auch nicht vergessen, wenn wir mal hier oben gucken. Ne? Du hast die ganzen, ja, du kommst Ecken da hier überall nicht rein. Du bist da stundenlang am Schleifen. Deswegen kann ich das noch nicht. Und gib das weg. Ja. Man muss nicht alles machen, oder? Nein. Pass auf, es gibt Sachen, das ist ja ganz einfach. Das ist wie überall in der Wirtschaft. Ne? Klar kann ich auch Fliesen legen. Das kriege ich hin, wenn ich mich damit befasse, kann ich auch Fliesen legen. Aber es gibt dafür Fliesenleger, die machen das einmal direkt richtig. Ich lege die Fliesen und ein halbes Jahr später reiße ich das wieder raus, weil scheiße ist. Ja. Und du brauchst 4 Tage dafür und der Fliesenleger 2,5 Stunden. Genau. Ja, und genauso ist das mit Lackierern, genauso ist das mit, keine Ahnung, in jedem Bereich. Ich kann auch ein Brot backen, wenn ich will, aber das dauert wahrscheinlich 5 Tage und 10 Brote später ist immer noch nichts dabei, was vernünftig ist. Aber dann gehe ich zum Bäcker und kaufe das da, weil das ist Handwerk, der hat das gelernt, der kann das, und dann ist das richtig. Und es schmeckt. Ja, das ist bei mir nicht so garantiert, da bin ich blöd. Ich habe da mal Zucker in das Brot geschmissen. Das ist dann bist du wieder beim Berliner. Ein süßes Brot. Eine Prise Zucker gehört da rein. Ja, aber kein Kilo. 200 Gramm Mehl und ein Kilo Zucker. Oh, ich habe noch mal ein Brot gebacken. Ja. Nee, jetzt geht es halt darum, erstmal alles, was nach dem Lackieren blöd anzupassen ist, wie Armaturen, Brett, Türverkleidung, das gucken wir natürlich vor dem Lackieren alles. Sonst haben wir hinterher das Problem, wir katzen wieder alles. Ich habe ein Armaturenbrett hier rein zwängen muss und muss dann gucken, dass ich das hier an den ganzen Rohren vorbeikriege, wenn dann alles lackiert ist. Und dann kratzt da rein, was ist halt ärgerlich. Deswegen jetzt einmal machen, dann wieder raus, Auto lackieren lassen und dann bauen wir das alles wieder zusammen. Ja, ja, du hast ja auch hier, ne, schön alles weggeschnitten und so weiter. Genau, du hast halt das Problem, du musst hier an der A-Säulenabstützung vorbei und dann musst du halt am Armaturenbrett, wie hier unten auch, wenn du mal guckst. Das ist halt schon abgeschnitten. Genau, ja. Das geht ja eigentlich bis hier runter, dann musst du hier so ein bisschen Platz machen, dass du das auch hinterher wieder vernünftig reinkriegst. Ja. Da kommen hier noch so Abdeckungen drauf später und dann sieht das aus wie bei meinem. Hast halt schön das Rohr mit einfach in die kompletten Sachen integriert. Ja. Nee, und das mache ich halt alles vorher, bevor der zum Lackieren geht. Genau wie die Halter rausschneiden. Wenn du eh einmal alles hast, siehst du hier, dann bohrst du die gerade aus, dann schleife ich das noch einmal bei. Ja. Und dann kannst du das lackieren lassen und fertig ist. Ja, dann sieht das sauber aus. Ne? Ja, das ist ja alles unnützer Krempel, dann brauchen wir alles nicht mehr. Wir würden noch besser gefahren, wenn ein Schritt weiter wäre. Aber ja, gut. Der Winter ist noch lang. Ich wollte gerade sagen. Aktuell liege ich super im Zeitplan, das geht. Und wann wird die Nordschleife wieder aufgemacht? 6.3. glaube ich oder sowas, ne? Genau, ich glaube der erste Sonntag im März ist jetzt aktuell geplant, aber da haben wir so viele beeinflussende Faktoren. Es kann ja auch schon mal sein, dass wir Ende Februar nochmal auf einmal Schnee kriegen, dann hast du nochmal 10 cm Schnee da liegen oder werden auf einmal minus 10 Grad. Stand hier oben schon bei Test- und Eisschifffahrt und dann wurde ich wieder nach Hause geschickt, weil Schnee. Das ist wie VLN bzw. NLS 10 so. Wir fahren alle hin, wir sind alle da, wir fahren aber eigentlich nie, weil ist entweder glatt oder schlecht. Auch NLS 1 und 2 kann ich dann noch. Genau. Also zwei, letztes Jahr bin ich, vorletztes Jahr NLS, also VLN hieß es da ja noch, 2, bin ich eingeschlagen im Schnee. Ey, das ist aber wirklich richtig glatt, ne? Da war da so Schneematsch drin auf der Straße. Und dann 24 Stunden ran mit vor Slicks. 4 Jahren oder wann war das? Ja, das war ja nur Hagel. Aber das war ja auch, da ging nichts mehr. Da bist du aus der Fuchsröhre nicht mehr rausgekommen. Und so, ich war richtig gut unterwegs, hatte gute Laune, hab gedacht, der Bock, der läuft, der Bock, komm, da hochgeschossen, über den Curb links. Ich denk so, oh, das sieht irgendwie scheiße aus. Das sieht irgendwie, und dann, ich glaube, das wird eng. Ja, genau. Und dann hat er da Rampaf gemacht und dann stand ich da im Adenauer Forst. Ja. Im Gebüsch. War ein Scheiß. Ja, war ein Scheiß.
Aber falls sowas passiert, haben wir ja jetzt hier. Ne? Genau, ja, haben wir Käfig jetzt. Das ist ja jetzt passive Sicherheit, ne? Die haben wir nachgerüstet. Für ein Touri-Auto perfekt, weil wenn du mal einschlagen solltest, hast du halt nicht das Problem wie beim Cup-Auto oder GT3R oder so, dass du direkt die ganze Rohkaross aus dem Müll werfen musst. Ja. Weil du kannst halt einfach den Vorderwagen abtrennen, neu machen. Genau, du musst ja auch ein bisschen wirtschaftlich denken. Ne? Es kann immer mal was passieren, dafür machen wir das Ganze hier, weil mal was passieren kann und um einfach die Leute zu schützen, rüsten wir halt sowas nach. Jetzt werdet ihr euch fragen, oh, Vorderwagen, Käfig hin und her, die reden immer alle von, mach die Zelle auf die Dome. Wir hören hier einfach auf. Wir machen hier den Insassenschutz, wir hören an der A-Säule auf. Wir gehen nicht bis vorne auf die Dome. Wenn wir mal irgendwo einschlagen und du kriegst vorne einen Schlag auf den Längsträger, hast du nämlich sonst auch die Zelle im Falle eines Falles krumm. Und dann reden wir von einem komplett neuen Auto. Und so können wir sagen, okay, wir tauschen Längsträger, wir tauschen vielleicht noch einen Dom, aber wir müssen nicht die komplette Karosse tauschen, wie bei einem richtigen Rennauto, wo halt alles eine Einheit ist. Ja, genau. Aber wäre es beim M2 möglich, den Käfig auf die Dome abzustützen? Klar, du kannst auch beim M2, weil du kannst hier auch, wenn du hier unten beispielsweise durchgehst, dann musst du dein ABS-Aggregat versetzen, dann kannst du hier eine Platte draufsetzen auf den Dom, wo dann dein Rohr drauf geht, damit du nochmal eine Abstützung vom Käfig bis vorne auf den Dom hast. Problem ist aber, das hier ist so ein Aluminium-Guss-Verbund-Krempel. Krempel ist ein schönes Wort. Du müsstest also eigentlich auf der Innenseite eine Platte verkleben und die dann nochmal separat hier dran verschrauben, bevor du deine Zellenkonstruktion da drauf schrauben kannst. Und um den Aufwand zu sparen, rechnet sich halt auch nicht. Also wenn du jetzt hier vorne einen auf die Ecke kriegst, du fliegst ab, du kriegst hier einen auf die Ecke und der Träger hier unten geht hoch, dann geht dieser ganze Dom nach oben. Und wenn der Dom nach oben geht, geht automatisch auch die Kraft in das Rohr. Hm. Und du kannst halt nicht mal gerade an der Zelle ein Rohr abschneiden und wieder ein neues dran setzen. Ist ein bisschen doof. Deswegen hören wir innen auf und sagen einfach, wir lassen das außen vor stehen und funktioniert genauso gut. Ja, ich meine, du bist ja, hast ja jetzt auch nicht die Geschwindigkeiten wie mit einem GT3-Auto oder so. Ne? Also das ist ja schon ein bisschen was anderes. Halt, ja, es ist ja auch der Punkt, beim GT3-Auto hat die Zelle ja auch noch mal nicht nur zur Karosseriesteifigkeit, du kriegst ja viel mehr Steifigkeit ins ganze Auto. Ja, natürlich. Aber die neuen Autos sind so gut gebaut. Guck mal, ein GT3 RS und ein Cayman GT4 und was weiß ich, die fahren ja auch ohne Käfig, fahren die auch schon super. Ja, die Karossen sind ja schon überall versteift. Ja, und ich meine, wenn du damit jetzt kommst, ne, dann, also bevor du das machst, gibt es ja auch noch etliche Sachen im Fahrwerksbereich, die du machen kannst. Ne? Also bevor wir mit so einem Quatsch anfangen, schön ruhig bleiben, ne? Belohnungsprinzip, kennt ihr ja. Ja, haben wir schon mal drüber gesprochen. Wenn du mit dem M2 dann 6 Minuten 20 fährst, dann kriegst du auch eine Domanbindung. Ja, das ist immer, also alles klar, ja. Also die Domanbindung, wenn einer 6,20 mit dem M2 fährt, BTG, dann geht die Domanbindung auf mich. Die geht auf dich. Ja, die geht auf mich. Dein Nacken. Die, ja. Die spendiere ich. Die ist, ja. Da bin ich dabei, da steige ich ein. Ja. Man muss ja bei solchen Projekten auch wirklich darauf aufpassen, was brauchst du wirklich und was ist rausgeschmissene Kohle. Du darfst auch eins nicht vergessen, du musst ja auch wirtschaftlich denken. Ja, das sag ich ja. Ist ja schön, wenn wir sagen, wir stecken 40.000 Euro in so ein Auto. Du kannst auch 100.000 Euro da reinstecken. Aber das lohnt sich. Dann kaufst du dir lieber einen gebrauchten 997 Cup als Trackday-Auto und fährst damit und hast den M2 für die Straße. Ja, steht nicht im Verhältnis. Ja. Ist so schon schnell genug. Wie viele Stunden braucht man jetzt, bis so ein Käfig drin ist? Bei dem Käfig kannst du rechnen, die Autos gehen ja alle so wie jeder hier, gehen die zum Käfigbauer, heißt es ist alles raus, bis auf den Armaturenbrettträger, den brauchen sie. Da ist nämlich so ein Problem, hier läuft ja unser Rohr hinterher runter, das heißt, ich würde diesen Träger niemals wieder rausgeschraubt kriegen. Kannst du an dem jetzt leider nicht sehen, was Armaturenbrett drin ist. Die trennen den hier durch, machen hier so einen Schraubflansch dran, damit ich den Träger immer wieder rein und raus kriegen kann. Und wenn die so zum Käfigbauer gehen, kannst du ungefähr 20 Stunden rechnen. Also ich sag mal, beim M2, die machen einige, das heißt, die haben die Hauptbügel und sowas schon alles vorgefertigt, schon vorgebogen. Und bis der im Auto verschweißt ist, kannst du 20 Arbeitsstunden ungefähr rechnen. Also aber doch auch Holz, ne? 20 ja, gut, Arbeitsstunden du reinbauen, dann Transport hin und her, dann muss der ganze Kram geschliffen werden. Du hast auch, Feinarbeiten dazu machen. Du darfst aber auch nicht vergessen, wenn du hier die Ecke oben anguckst. Ich kletter da mal hier so rein. Die alleine hier oben diese ganzen Ecken an, wo die hier die Rohre zusammenschweißen, da geht halt Zeit rein. Ne? Das ist ja nicht, dass du sagst, ich habe jetzt wie irgendwo beim Metallbau in der Konstruktion, ich habe meine Schablone fertig, ja, sondern da reinklettern. Ne? Du kannst ja hier um die Ecken rumfühlen, wie hier. Mhm. Da kommt ja der normal. Guck mal, ich komme mit dem Finger gerade da rein.
Aber die Naht ist hier hinten durchgeschweißt. Genauso an dem Rohr, genau wie hier die Anbindung, wie hier oben. Das ist schon richtig Aufwand. Du musst die Rohre biegen, du musst die anschleifen, du musst die anpassen, du musst sie positionieren und dann verschweißt du den ganzen Krempel. Und das ist ja wie hier an der A-Säulenabstütze. Das ist ja nicht mal eben gemacht. Also da geht schon richtig Zeit rein. Tolle Arbeit. Ja, und dann soll das auch vernünftig aussehen. Ne? Dann hast du schöne, ordentliche Schweißnähte. Klar, da ist jetzt Flugrost drauf, aber ja, wenn das hinterher lackiert ist, siehst du gar nichts mehr. Ja, und da geht halt schon Arbeit rein. Ne? Das ist halt, klar, im Käfig hinterher siehst du, dass hier ist ein bisschen Rohr drin, sind jetzt 25 Meter Rohr oder 30, die sind verschweißt, fertig. Aber wie viel dahinter steckt, dass du die Rohre halt auch passend anschleifen musst, das ist schon echt. Ja, auch hier so die ganzen Bodenplatten, ne? Du musst ja auch den Boden dementsprechend an den Stellen verstärken. Du musst ja Platten einsetzen, du musst ja mit der Karosserie vernünftig verbinden. Aber das ist wirklich schön gemacht. Ja, und in der Summe geht halt richtig Arbeit rein. Ne? Ja, aber es ist alles in allem echt viel Arbeit. Ne? Vor allem halt auch der organisatorische Aufwand dahinter, der zieht sich halt. Ja, du musst alles machen. Du musst mit dem Käfigbauer einen Termin machen, mit dem Lackierer, Transport, geht alleine los. Auto hier hinkommen. Das ist alles noch relativ entspannt, die ganzen Teile. Ich brauche Fahrwerk, ich brauche Bremsanlage, ich brauche Räder, ich brauche Sitze, Gurte, ich brauche Heckflügel, ich brauche Frontsplitter, ich brauche Stehbolzen, ich brauche. Ja, da ist so viel Zeug, da vorne schon Fahrwerke liegen, ne? Genau, ich habe schon alles vorbereitet. Da sind jetzt schon, ich baue ja vier Autos im Moment. Ja. Und da sind jetzt schon die ersten zwei Fahrwerke gekommen. Knatschen ein bisschen. Das ist jetzt beispielsweise ein Zweifach Competition. Das für einen von den M2s, das gleiche Fahrwerk, was bei mir im Auto auch drin ist. Und das hier ist zweifach Klubschuh, das ist jetzt noch für ein M235. Mhm. Der kriegt auch noch ein neues Fahrwerk. Hier kommt ein 3A EXR rein, also im Prinzip ein Drei-Wege-Competition mit externen Ausgleichsbehälter. Und das ist halt dieser Punkt, wo ich die unterschiedlichen Baustufen angehe. Ja. Ne, wo ich halt sage, okay, der eine braucht dies, der eine braucht das. Oder der andere will das. Genau. Was braucht, weiß man meistens jetzt, ne? Richtig. Nee, aber so setzt sich das halt zusammen. Ne? Ja. Ja, das ist halt unheimlich viel. Ne? Und da musst du auch ein vernünftiges Kennzeichen besorgen für die Leute. Ne? Ganz wichtig. Ja, das war das Kennzeichen, was auf meinen Achter sollte. Ja, gut, das ist. Aber? Ich komme ja nicht aus Ludwigshafen. Lass dir was einfallen. Also, wenn einer aus Ludwigshafen kommt, ja, und für einen Weber ein Auto anmelden kann, nee, aus seinem Wohnsitz. Wir haben schon geguckt, Ludle 69 ist schon weg. Fährt wahrscheinlich so 500er König SEC oder so. Schön mit dem goldenen 13x15 BBS drauf. Okay. Jupp. Na Mensch, jo. Immer schöne Karre, passt farblich und gut zu meinem Bart. Und der hat bestimmt auch noch eine beschissene Frisur wie ich. Wird schwierig. Was soll ich machen? Ne? Ey, du hast ja wenig so Haare. Ne? So. Also, bei den nächsten Schritten sind wir auf jeden Fall wieder dabei. Dann gucken wir mal, wie der Eimer hier am Ende der Bauzeit aussieht. Ich glaube, wenn der nächste Mal vorbeikommt, dann haben wir schon Farbe drauf, dann ist innen lackiert. Ja, bin ich gespannt. Was meinst du, wie lange dauert das jetzt? Der geht jetzt morgen oder übermorgen spätestens zum Lackierer, dann gebe ich dem der wird so eine Woche brauchen. So, dann kommt der lackiert wieder zurück, das ist jetzt für euch ein bisschen uninteressant, da können wir jetzt auch mit Photoshop weiß drüber legen. Aber ja, ich denke mal so in 14 Tagen kann man schon wieder ein bisschen mehr sehen, dann ist auch Innenraum lackiert, dann sind die Sitze drin, die Gurte, Armaturen drin zusammen, Türverkleidung, dann... Perfekt, in 14 Tagen hat der Retti wieder auf, dann gibt es Mettbrötchen, Schnitzelbrötchen, alles am Start. Da kümmerst du dich dann aber drum? Ich kümmere mich um Frühstück. Ja, sehr gut. Und wenn ihr noch Fragen habt, hier reinballern, unten einfach in die Kommentare alles reinschreiben. Fragen nehmen wir mit, damit wir in 2 Wochen alles Mögliche an den Herrn Weber fragen können. An den Herrn Weber fragen können. Das war jetzt scheiße, ne? Ich beantworte euch in 14 Tagen dann die Fragen, die ihr unten in die Kommentare postet. Wir werden dich mit Fragen löchern. Genauso. Also, machen wir wieder fest. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Ipsi. Lass krachen. Bleibt gesund. Bis bald. Tschüss.